So, willkommen zurück hier bei Tomb Raider, The Angel of Darkness. Ich glaube, ich habe die... Ich verkneife mir dieses Wort. Ich habe die Kacke jetzt gelöst. Ich habe die Kiste von da zurückgeholt, die dann einfach dahin geschoben, die andere Kiste da drunter. Dann habe ich die Kiste, die hier vorne stand, also hier praktisch vor Lara, darüber geschoben und dann darüber geschoben. Und dann hat es irgendwann hoffentlich funktioniert. Wir nicht. Dann raste ich aus. Gut. Ich werde stärker. Ja, Lara, spar dir das doch bitte. Ich muss mir einen neuen Timer stellen. So. Puh. Das war echt strange. Lara, das hat mich auch die ganze Zeit aufgeregt. Ich drücke die Zurücktaste und sie schiebt. Was geht falsch in ihrem Kopf, dass sie nicht begreift, dass sie das Ganze ziehen soll? Also ohne Spaß, da schießt einem das Blut so weit in den Kopf, dass man denkt, der Kopf würde gleich explodieren. Also, no joke jetzt, ne? Sieht auf der anderen Seite auch schon so ein Ding. Wie das, da muss ich jetzt auch noch hoch. Lara, hoch da. Wehe. Ich sehe da jetzt keinen von diesen komischen Dingenskirchen-Dingern, aber... Okay. Das Gas hört auf zu strömen. Das hört sich irgendwie falsch an, aber irgendwie finde ich es lustig. Sorry, no sorry. Puh, wehe, das war nicht des Rätsels Lösung. Dann raste ich aber aus. Doch, war es. Und Lara muss wieder die Beine anziehen. Aber hey. Lara, möchtest du dich vielleicht da einfach runterlassen? So, dankeschön. Sie hat wieder irgendwas in ihrem komischen Tagebuch. Lara, nein, hier sollst du nicht rein. Ich muss den Strom abschalten, dann komme ich durch die Kuppel zum Gewölbe. Das ganze Projekt neigt sich, glaube ich, auch schon in Richtung Ende. Also das hier ist ja jetzt das letzte Gebiet praktisch. Diese Schrift habe ich noch nie gesehen. Tja, Lara. Ich habe den Ventilator jetzt übrigens einfach mal auf Stufe 3 gemacht, weil mir das hier sonst doch beim Denken ein bisschen zu warm wird. Dachte, ich könnte da was aufheben. Ich glaube, da oben war diese komische Schaltzentrale. Hier gibt es soweit aber nichts mehr, oder? Nö, die Aufnahmen laufen noch, super. Wäre echt kacke, wenn ich habe nämlich eine neue Aufnahme angefangen und ja. Also ein bisschen geht das Spiel noch, aber nicht mehr allzu lang. So und so, genau. So, wie nennen wir diese Folge? Lara randaliert beim Strahhoff-Gebäude? Oder Lara randaliert, weil ansonsten der Titel zu lang wird. Bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Ich glaube, Lara hat hier einiges zerstört. Die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Komme ich da oben hoch über dieses Klimateil da? Das ist möglich. Lara, nein, bitte nicht gegen die Wand springen. Hoch da. Die Musik, auch mega spannend.
Oder soll ich einfach nur hier rüber hoch? Bin gar nicht sicher, soll ich hier hoch? Hier ist auf jeden Fall das, wo Lara alles kaputt gemacht hat. Das hast du echt mal wieder super gemacht. Musste man hier nicht irgendwie voll den komischen Sprung machen, den niemand hinbekommen hat? Irgendwie erinnere ich mich da an sowas. Gab es ja immer öfters, ne? Geh doch einfach da hoch, als ob das so schwer ist. Ja, bei der kaputten Seite geht sie komischerweise direkt hoch. Bin mir aber auch noch nicht ganz sicher, wo ich hier rein muss. Ich glaube, wir müssen irgendwie auf die andere Seite, kann das sein? Ich speichere hier einfach mal und probiere es aus. Das theoretisch gehen? Ich glaube schon. Lara, lass dich da mal runter, bitte. Och, es ist doch nicht wahr. Es funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher. Meine Erinnerung sagt das Gleiche. Och, Lara. Stell dich doch nicht so blöd an. Man will sie schon wieder verprügeln. Okay, speichern. So. Okay. Es hat funktioniert. Jetzt kommt, glaube ich, gleich eine ganz lustige Cutscene. Kann das sein? Ich erinnere mich da an was. Oh, dieser Stuhl, der quietscht so komisch und der knatscht auch so komisch. Wie sie da lang krabbelt, ey. Och, Lara, das kann man doch nicht ernst nehmen. War das nicht hier? Ah, den Sprung meinte ich. Bei dem sich das Spiel aufhängt. Spring Error has been corrupted. Ja, Spiel. Ich hoffe, das funktioniert mit der Aufnahme. So, hier seht ihr jetzt auch mal das Menü und mit dieser wundervollen Musik. Wehe, das passiert jetzt andauernd, dann sind wir irgendwie so ein bisschen am Arsch, weil das wäre echt ein bisschen scheiße, dann könnte ich das Spiel nicht weiterspielen. Ich probiere es dann doch mal anders, vielleicht lag es an dem Sprung, ich bezweifle es zwar, aber hey... Es funktioniert tatsächlich nicht anders. Das ist ja lustig. Dieses Mal hat es anscheinend funktioniert. Tatsächlich, okay. Da betatscht jemand die Wand. Sie können mich nicht hier behalten. Oh ja, eine gute Wand. Fühlt sich gut an. Den habe ich draußen an der Rampe gefunden. Er muss einen Zugangscode haben. Machen Sie die Tür hinter sich zu, Gunderson. Ich habe Akten über Sie, Eckhart. Sie können mir nichts tun. Schade, dass wir sie nicht miteinander lesen können. Tja, aber es ist schon spät. Ich habe etwas zu erledigen. Das würde ich am liebsten als Thumbnail nehmen. Das wäre lustig. Mach ich vielleicht auch. Ja gut, ich meine, Schade, dass wir sie nicht miteinander lesen können. Irgendwie finde ich den Spruch lustig. Kann ich auch in die Richtung
krabbeln. Ich wollte schon klettern sagen, aber nö, kann ich nicht. Lara muss jetzt wieder ganz weit wenden. Lara, das möchten wir alles nicht sehen. Du sollst dich da nicht ducken. Sie ist manchmal einfach so unausstehlich. Sorry, aber es ist einfach so. Hör auf damit, du Miststück. So. Gesundheit. Ach, komm. Sind wir mal großzügig heute? Das machen wir jetzt mal bewusst noch nicht. Okay. Dann gucken wir uns erst einmal hier um. Wieso labern die eigentlich alle das Gleiche? Nein, Lara, darauf sollst du noch nicht schießen. Ich glaube, der Typ ist da drin. Ist der ernsthaft da drin gefangen? Dann sind wir mal so nett und befreien ihn. Lara, du sollst die Treppe rauf und nicht runter. Wieso bist du so dumm? Es ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht in Ordnung. Wieso macht man sowas? Dieses Spiel mobbt mich einfach. Es kann so viel Spaß machen, aber es kann auch einfach so scheiße sein. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich habe dein komisches Licht gesehen. Es sind sogar zwei. Guck mal, dein Dude-Freund ist schon down. Leg dich nicht mit mir an, Schwester. Da liegt ein Schokoriegel. Und Munition. Waren die hier gerade gemütlich am Essen? Ist doch nicht wahr. Okay, Lara, nimm den Schokoriegel, darauf stehst du doch so. Und jetzt nimmst du die Munition. So, perfekt gemacht. Jetzt kannst du hier im Schrank bestimmt noch dein Niveau suchen. Mal gucken, ob dieses Mal was drin ist. Tatsächlich, was ist drin? Munition. Und hier? Also war der Schrank dieses Mal voller als Laras Kopf. Wie sieht's hier aus? Hier auch, okay, krass. Cool, cool, cool. Jetzt macht Lara was, was vielleicht nicht ganz so schlau ist. Darüber lässt sich jetzt streiten. Ich wüsste zu gern, was die hier eingesperrt haben. Ja, und ich bin Lara Croft, also lasse ich es einfach frei. Wer hätte das gedacht? Ich muss durch die Biokuppel. Das ist ein langer Weg. Es sei denn, ich schalte den Strom ab. Jetzt aber los, solange der Strom abgeschaltet ist. Na super. Was ist das denn für ein freundliches Ding? Es möchte uns bestimmt nicht schaden. Es ist bestimmt voll nett. Es steht bestimmt nur auf Typen mit Gasmasken. Ach, wieso muss man die Tür denn von beiden Seiten jedes Mal mit einer Sicherheitskarte öffnen? Das macht doch absolut keinen Sinn. Schade. Ich dachte, ich könnte das auch noch bedienen.
Der Typ qualmt irgendwie immer noch. Hallo. Oh, er hat hier auch so eine Waffe. Die können wir anscheinend nicht mitnehmen. Wie interessant. Aber sie blinkt doch. Ja gut, Lara, dann gehst du halt einfach aufs Bett. Ich glaube, wenn wir den verstreckt hätten, hätten wir die Waffe halt nicht am Anfang von ihm kaufen müssen. Hätten wir die halt erst hier bekommen. Ich glaube, so war das. Okay, wie interessant. Gut. Geil. Okay. Jetzt muss ich echt erstmal überlegen. Soll ich da einfach mal mitlaufen und gucken, dass ich da nicht dazwischen gerate? Aber hier sind überall diese komischen Landminen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich soll da irgendwie rüber irgendwas anderes machen. Lara, geh da doch einfach hoch. Das ist doch nicht schwierig. Oh, eine Waffe. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Super, die nehme ich mit. Ach, es ist doch nicht ihr Ernst. Geil. Kann ich da einfach unten drunter durchkriechen? Ich bin mir nicht sicher. Probier es einfach gleich mal aus. Wieso sie hier auch immer getroffen wird. Das scheint zu funktionieren. Kommt das Ding jetzt zurück? Nein, oder? Ist doch nicht wahr. Ich bin mir gerade echt ein bisschen unsicher. Okay. Das ging ja easy. So, jetzt sollten wir theoretisch hier einfach reinkommen, oder? War das überhaupt die Tür? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Das Genforschungslabor. Daran erinnere ich mich. Sie hat jetzt plötzlich kurze Hosen. Seht ihr das? Kam da nicht eigentlich mal eine Cutscene, wo die her hatte? Irgendwie erinnere ich mich da an eine Cutscene, aber ich weiß nicht wieso. Ey, Dude. Ich warne Sie. Keine Bewegung. Sie stecken in großen Schwierigkeiten, junge Frau. Eindringlinge überleben hier nicht lange. Beantworten Sie einfach meine Fragen, okay? Gut. Frage 1, wer sind Sie? Frage 2, was haben Sie und Ihre Freunde vor? Sie dürfen auch beide Fragen gleichzeitig beantworten. Sie wissen wirklich nicht, wer die Kabal sind? Wir stehen für eine neue Weltordnung auf Erden. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Ignorante Sterbliche. Die Kabal! Wir kontrollieren alles hier in Prag. Wir werden unsterblich sein. Und Sie werden jämmerlich sterben. Unsterblich? Das ist beeindruckend. Und wie wollen Sie das anstellen? Meister Eckhart wird die Nephilim auferwecken. Und weil wir ihm zu diesem Triumph verholfen haben, schenkt er uns die Unsterblichkeit. Wenn ich von jedem Wahnsinnigen, der mir so etwas erzählt, einen Dollar bekäme. Ihre Ignoranz macht sie blind. Das letzte Element für das Ritual ist längst hier im Strahov. Und das wäre? Der letzte Nephilim, der Cobiculum Nephili, der Schläfer.
Sie haben richtig gehört. Der letzte Überlebende einer verlorenen Rasse ist hier im Starhof. Die Nephilim sind doch nur ein Mythos. Sehen Sie, Ignoranz! Mit diesem wertvollen Exemplar kann Meister Eckhart eine neue Generation wahrer Nephilim züchten. Keine Ungeheuer, die Amok laufen wie Boas Proto-Nephilim. Sie hat für ihre Dummheit zu Recht bezahlt. Ja, das ist ziemlich unangenehm, wenn Ungeheuer frei herumlaufen, was? Sie wissen nicht, worüber sie sich lustig machen. Aber gut, lachen Sie doch darüber. Okay, Lara lässt sich hier erstmal vergasen. Aber ich bin mir echt ziemlich sicher, dass hier jetzt eine Cutscene fehlt, oder? Oder kommt die noch? Diese Boas war doch eine Frau, oder nicht? Und... verstehe das noch nicht ganz. Okay, anscheinend hat da... Also ich bin mir nicht sicher, ob da eine gefehlt hat. Es kommt mir irgendwie so vor. Fressen mich diese Pflanzen? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Sie sprühen irgendein komisches Gas heraus. Cool. Cool, cool. Ich glaube, da war noch was, aber ich habe es ignoriert. Da kommen wir auf jeden Fall rein und ja. Gut, ich würde sagen, an der Stelle setzen wir auch mal einen Cut. Und was uns dann in der nächsten Folge erwartet, sehen wir dann logischerweise in der nächsten Folge. Bis dahin!